Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Ace Attorney Trilogy HD Phoenix Wright Trials and Tribulations Fall 3 Tag 2 oder so. Auf jeden Fall sind wir definitiv jetzt vor Gericht. Und dann gucken wir mal. 7. Januar, 9.48 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagten, Zimmer Nummer 1. Oh, verstehe. Das hätte ich wohl erwarten sollen. Niemand hat den anderen Kerl gesehen, wie? Aber er war da, als ich den Kaffee gebracht habe. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Maggie! Ah, Inspektor Gamschuh! Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was für eine Frage, Herr Inspektor. Lass dich nicht unterkriegen, Maggie. Und nicht das Essen vergessen, ja? Alles klar. Und du? Ja. Bring diesen Fall lieber in Ordnung, okay, Junge? Maggie ist unschuldig. Wenn du es vermasselst, dann werde ich hier was in Ordnung bringen. Nämlich die Unterlagen für deine Festnahme, von mir persönlich ausgestellt. Ich glaube, er meint's ernst. Hey, Inspektor, dieses Mal stehen Sie wohl auf unserer Seite, richtig? Jöp. Sie werden Maggie also helfen können, richtig? Wirklich, können Sie das, Inspektor? Natürlich. Ich habe die Situation im Griff. Ich werde heute der erste Zeuge im Zeugenstand sein. Na super. Wenn einer meiner Aussagen nicht zu deinen Fakten passt, sag bitte Bescheid, ja? Sicher. Okay, wir bilden heute eine gemeinsame Front, Junge. Hast du mich verstanden? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Ich habe Sie schon immer sehr bewundert, Inspektor. Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann. Sieht so aus, als würde heute alles glatt laufen. Wie? Man kann es nur hoffen. So, Machtprozess. Gamschuh geht auch mit Sicherheit nie so, wie es sein soll. 7. Januar, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Das Gericht verhandelt jetzt den Fall von Maggie Bird. Die Verteidigung ist bereit, euer Herr. Ah, bitter. Herr Wright? Ja, euer Herr? Was ist? Nichts. In der vorigen Verhandlung haben Sie nur einem immer geantwortet. Geht es mit mir? Das war ein wenig nun beängstigend. Nein, nein, das war ich nicht. Das war der falsche Phoenix. Verstehe. Unser getreuer Phoenix Wright war also weit unter uns, richtig? Unser getreuer? So, Herr Godot, Ihr Eröffnungsplädoyer bitte. Herr Breit, ob Sie nun falsch oder echt sind, das werden wir schon bald in der heutigen Verhandlung herausfinden. Aber ich kann es Ihnen schon sagen, ich bin der echte Phoenix Wright. Meine Frage war nicht, ob Sie Phoenix Wright sind oder nicht. Die Frage ist nur, ob Sie Jura studiert haben? Das möchte ich herausfinden. Es lässt sich nicht abstreiten. Hinter dieser Maske ist jemand, der mich irgendwie wirklich hasst. Wie wir wissen, hat dieses Gericht bereits ein Urteil in diesem Fall gesprochen. Deshalb dulde ich keine überflüssigen Aussagen in dieser Neuverhandlung. Und auch nicht die bloße Wiederholung der Beweise vom letzten Mal. Ich werde nicht wiederholen, was der falsche Phoenix gesagt hat, glauben Sie mir. Na schön, Herr Godot. Rufen Sie bitte Ihren ersten Zeugen auf. Dann fang mal an mit deinen Formalitäten an, ja? Zeuge, nennen Sie Ihren Namen für das Gericht. Wie? Tut mir leid. Mein Name ist Polizeiinspektor, Beruf Dick Gamschuh. Fast. Genau andersherum, Inspektor. Wie? Tut mir leid. Jedenfalls bin ich seit gestern für den Fall zuständig, Sir. Seit gestern? Ja, derjenige, der die ersten Ermittlungen geführt hat, hat jetzt einen anderen Fall. Ich hoffe, Gamschuh hat wirklich alles im Griff. Es wäre besser für alle. Verstehe. Also, Inspektor Gamschuh, würden Sie mit dem Gericht bitte die grundlegenden Fakten des Falls mitteilen? Ja, Sir. Der Name des Opfers ist Glenn Elk. Er war Programmierer. Er war bei Blue Screens Incorporated angestellt, einem örtlichen Unternehmen. Das ist der Autopsiebericht des Opfers. Das Gericht akzeptiert den Bericht als Beweis.
mit Kaliumcyanid vergiftet, Todeszeitpunkt zwischen 13.30 und 14.30. Okay. Und hier ist der Lageplan des Restaurants. Ist das wichtig? Wahrscheinlich. Als der Vorfall passierte, saß das Opfer genau hier. Der vergiftete Kaffee wurde ihm von der Kellnerin serviert. Von der Kellnerin, die beschuldigt wird? Ja. Das Opfer starb fast sofort, nachdem es einen Schluck von dem Kaffee getrunken hatte. Und zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich zwei weitere Personen im Restaurant. Herr Jean Armstrong, der Besitzer und Chefkoch. Und ein Stammkunde, Herr Victor Kudo. Das sieht für mich immer noch nach einem eindeutigen Fall aus. Kommen Sie, Inspektor. Nehmen Sie diesen Hammer und nageln Sie den Sack der Angeklagten eigenhändig zu. Also gut, Inspektor Gamschuh. Lassen Sie Ihre Aussage hören. Ja, Sir. So, was erzählt er denn? Als der Vorfall passierte, saß das Opfer alleine an seinem Tisch. So viel wissen wir. Hörte Glenn Elk zu diesem Zeitpunkt Radio. In seiner Kaffeetasse wurden Giftspuren gefunden. Es war Kaliumcyanid. Das Zeug haut ganz schön rein. Und, es sieht so aus, als hätte Frau Bird nun eine Art Motiv gehabt. Die dunklen Tiefen des Kaffeearomas überdecken das Gift. Die Frau hat Klasse. Die Fakten in diesem Fall scheinen ziemlich stichhaltig zu sein. Herr Wright, beginnen Sie bitte mit Ihrem Kreuzverhör. Aber? Ja? Diesmal bitte keine Einschüchterungsversuche. Haben Sie verstanden? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt, das war ich nicht. Das heißt, ich kann aber trotzdem machen, was ich will, oder? Oder ist wieder Hardcore-Modus? Oh, mal gucken. Können wir ja sehen. Darf ich Sie für eine Minute unterbrechen? Hä? Was denn? Haben wir was gesagt, das dem Beweisen widerspricht? Er wünscht sich so, dass ihm fast die Tränen kommen. Ihre Aussage von eben stimmt nicht mit der Aussage von Frau Bird überein. Sie behauptet, dass ein weiterer Mann am Tisch des Opfers saß. Ja, das hat sie gesagt. Aber ich... Welcher Mörder würde das nicht behaupten, wenn er des Mordes beschuldigt wird? Hey. Ihre Aussage wird leider weder vom Besitzer noch von einem anderen Gast bestätigt. Ist das nicht richtig, Inspektor Gamschuh? Ja, das stimmt. Die Aussagen der beiden stimmen die Rennen überein. Beide sagen, dass sonst niemand an dem Tisch saß. Was soll ich machen? Soll ich in diesem Punkt weiter angreifen? Warum nicht? Nun, vielleicht haben ihn die anderen Zeugen einfach nicht gesehen. Vielleicht war der Blick auf den Tisch des Opfers irgendwie verdeckt. Ha! Dieses Argument ist so schwach wie der Kaffee in Trebianbreit. In meinem Besitz befindet sich ein Fahrschein. Ein Fahrschein? Sieht mir eher nach einem Foto aus, finde ich. Ja, die Fahrt nach Schulthausen. Einwohner, die Angeklagte. Das ist ein Foto, das beim Eingang zur Küche gemacht wurde. So muss es der Koch gesehen haben. Nur wenige Momente nach der Vergiftung, richtig? Das Gericht fragt sich wohl auch, wie man bei so einer freien Sicht auf den Tatort eine zweite Person an einem Tisch übersehen soll, Herr Wright. Wissen Sie es? Der Tisch des Opfers ist sehr deutlich zu erkennen. Okay, das war's nicht ganz. Wir machen mal einfach weiter. Sie sagten, er hätte Radio gehört? Ja, er hatte ein tragbares Radio in seiner Brusttasche. Maggie hat es doch auch gesagt, oder? Etwas darüber, dass einer von Ihnen eine Art Ohrhörer hatte. Was soll ich machen? Soll ich in diesem Punkt weiter angreifen?
Ich weiß nicht warum, aber... Machen wir nochmal. Und was hat sie das Opfer im Radio angehört, Inspektor Gamschuh? Nee. Woher soll ich das denn wissen? Vielen Dank. Das ist ein weiterer Schritt ins Nirgendwo. Das läuft nicht sehr gut, oder? Inspektor, können Sie uns bitte etwas über das Gift und dessen Gebrauch erzählen? Die Spuren des Gifts sind nur in einer Kaffeetasse gefunden worden. Und nirgendwo sonst? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, Junge. War das Gift eine Flüssigkeit oder war es ein Pulver? Laienhaft ausgedrückt würde ich sagen, dass es eine pulverähnliche Substanz war. Das Gift hätte also in allem auf dem Tisch sein können. Im Zucker, Salz, Pfeffer. Ha! Rühren Sie etwas Salz und Pfeffer in Ihren Kaffeebreit. Das Opfer trank seinen Kaffee schwarz, ohne Zucker. Vernünftig. Na. Offenbar kannte das Gift also nur im Kaffee sein. Was soll ich machen? Soll ich in diesem Punkt weiter an... Mach doch! Ist doch wurscht. Sind Sie sich absolut sicher, dass das Opfer überhaupt von seinem Kaffee getrunken hat? Was meinst du damit? Laut diesem Bericht ist das Gift in der Kaffeetasse des Opfers gefunden worden. Aber welchen Beweis gibt es, dass das Opfer überhaupt davon getrunken hat? Ja, hey, du hast recht. Das hatte ich mir auch schon Falls Sie es sich fragen, dieser Einspruch hat dem Inspektor gegolten. Huch, mir? Ja, hey, du hast recht. Das Gericht mögen Sie täuschen, mich aber nicht. Wenn Sie Zeit zu verschwenden haben, dann haben Sie auch die Zeit, den Beweis vorzulegen. Den Beweis, Sir? Ja, den Beweis. Welcher Beweis war es nochmal? Dieser. Soll ich dankbar sein, dass der Kaffee nur Verbrennung ersten Grades verursacht? Oh, jetzt erinnere ich mich wieder. Die Kaffeetasse des Opfers. Ja, die Tasse des Opfers. Sehen Sie sich den Rand bitte genau an. Oh ja. Eindeutig. Es ist eindeutig ein Kaffeefleck drauf zu sehen. Ein eindeutiger Beweis dafür, dass das Opfer den vergifteten Kaffee aus der Tasse trank. Das Opfer schluckte den von der Kellnerin servierten bitteren Tod hinunter. So. Die einzigen Fingerabdrücke auf der Tasse stammen vom Opfer und der Angeklagten. Nach weiteren Untersuchungen der Tasse stießen wir auf eine chemische Substanz. Kaliumcyanid, von dieser Chemikalie habe ich schon mal gehört. Wie stark ist das Gift denn genau, Inspektor Gamschuh? Es ist nun... Das Zeug ist tödlich. Wenn du so viel davon einnimmst, bist du nur noch eine Geschichte. Wie viel ist so viel? Eine tödliche Dosis ist 0,2 Gramm. Das würde jeden umbringen. 0,2 Gramm? Wie viel ist das? Also, wenn du Ohrenschmalz aus den Ohren putzt, ja, etwa so viel ist das. Ohrenschmalz, wie? Hört sich an, als hätte Gamschuh mehr als genug davon. So eine kleine Menge Gift hätte überall versteckt werden können. Ich weiß noch nicht ganz, wo wir uns das hinbringen, wenn ich ehrlich bin. Eine Art Motiv? Ja, aber wenn du mich fragst, steht es in keinem Verhältnis dazu. Wissen Sie, wie meine goldene Regel lautet, Inspektor? Schütten Sie schlechten Kaffee weg. Sie könnten immer einen neuen bekommen. Hä? Ich hab hier gar nichts mehr. Wir finden immer einen neuen Zeugen, sollten wir sie wegschütten müssen. Halten Sie sich also an die Fakten, Inspektor. Was war nun Frau Birds Motiv? Kommen Sie schon, Gamschuh. Sie hat, man sagt, sie wollte ein Lotterie losstehlen. Ich wusste es. Das haben wir gestern auch schon gehört. Das Los ist vom Tatort verschwunden.
Und es war nicht irgendein Lotterielos. Es war ein Gewinn von 500.000. Herr Armstrong wusste von dem Lotterielos, nicht wahr? Aber er hat das falsche Los genommen. Dann ist es möglich, dass Maggie das Gewinnlos gestohlen hat. Was soll ich machen? Soll ich in diesem Punkt weiter angreifen? Ja, was willst du denn sonst machen? Moment mal. Da ist er, der typische Iconics-Spruch. Das verschwundene Los allein hat noch lange nichts mit meiner Mandantin zu tun. Ha! Hier in meiner Hand halte ich das besagte Los. Das Lotterie-Gewinnlos für 500.000 Dollar? Einer der Polizisten fand es bei der Durchsuchung. Der Angeklagten. Was? Ruhe, Ruhe, Ruhe! Ha! Sie ist ein großer Glückspilz, unsere kleine Kellnerin. Ist sie eigentlich nicht. Sie werden das Los als Beweis einreichen, augenblicklich! Ha. Ich behalte das Los lieber im Auge, so wie die Stimme des Richters bebt. Dieses Los ist in dem Gericht im vorigen Prozess auch schon vorgelegt worden. Aber irgendwie fühlt es sich schwerer an. 500.000 Dollar, sagen Sie? Das ist nur ein Stück Papier. Wichtig ist nur, wo es gefunden wurde, euer Herrn. Ich wette, er möchte sagen, dass es bei Maggie gefunden wurde. Das haben wir doch gerade schon gehört. Das reicht. Die Fakten dieses Falls sind eindeutig. Die Angeklagte hätte genügend Gelegenheit, besagtes Verbrechen zu begehen. Des Weiteren bestehen keine Zweifel, dass sie tatsächlich dieses Verbrechen verübt hat. Ich mag alte Männer, die wissen, wie der Hase läuft. Da ist auch noch die Sache mit dem Lotterielos für 500.000. Das allein ist schon ein sehr glaubwürdiges Motiv. Bei dieser Summe könnte selbst ich in Versuchung geraten, das Gesetz zu brechen. Ich habe nichts gegen einen alten Mann, der dem Ruf des Geldes nicht widerstehen kann. Nicht gut, Nick. Die Indizien gegen Maggie werden immer zahlreicher. Ja, weil sie vom Gericht schon einmal für schuldig befunden wurde, deshalb. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, eine Zusatzvorstellung zu beenden. Diese Zusatzvorstellung zu beenden. Mit einem letzten entscheidenden Beweis. Er hat noch mehr Beweise gegen Maggie? Das ist die Schürze, die unsere reizende Frau Bird zum Tatzeitpunkt getragen hat. Wow. Das ist nicht gerade die sauberste Schürze, die ich kenne. Das sieht aus wie... Das ist doch nicht etwa Blut, oder? Ha! Offenbar war unser kleiner Star etwas nervös. Und bekleckerte sich selber mit Kaffee. Kaffee? Das ist mir gar nicht sofort aufgefallen. Natürlich. Der Kaffeefleck ist nicht das Interessanteste an dieser Schürze. Nein, es gibt ja etwas anderes, das noch auffälliger ist. Etwas anderes? Nehmen an, Sie meinen... Natürlich. Ich meine die Tasche. Die Tasche? Eine Durchsuchung direkt nach dem Vorfall brachte dies hier zutage. Kaliumcyanid. Das Gift des Mörders wurde in ihrer Schürzentasche gefunden. Eine Flasche Gift? In Maggies Tasche? Ja, und nur Maggies Fingerabdrücke waren drauf zu finden. Was? Ruhe, Ruhe, Ruhe! Das Gericht akzeptiert diese Gegenstände als Beweise. Der Fall ist doch eigentlich gelaufen, oder? Jetzt mal ernsthaft. Was soll denn da noch kommen? Das ist ja unglaublich. Aber das war etwas, was ich gern wissen möchte, Herr Godot. Warum haben Sie dem Gericht den Blutfleck nicht erklärt? Blutfleck? Was denn für ein Blutfleck? Lassen Sie Ihre Spielchen, Staatsanwalt. Der Blutfleck auf der Schürze natürlich. Das ist lächerlich. Mir hat niemand etwas von einem Blutfleck erzählt. Das ist auch nicht nötig. Machen Sie einfach Ihre Augen auf. Nun, Inspektor. Könnte dieser Fleck denn wirklich Blut sein? Nein, Sir. Das ist nur Ketchup, Sir. Ketchup? Es muss etwas auf die Schürze gelangt sein, als sie an jedem Tag das Frühstück brachte. Das hätten Sie aber etwas früher sagen können, Inspektor Gumshoe. Wenn das normal passiert, dann zwinge ich Sie, 17 Tassen Ketchup zu trinken, Zeuge.
Ich dachte, alle wussten schon, was es war. Noch gibt es nicht, dass mich an diesem letzten Urteil in diesem Fall zweifeln lässt. Das Motiv, die Gelegenheit und die unterstützenden Beweise, alles wurde ausreichend begründet. Nun, Breit, so wie es aussieht, sind Sie doch ein Schwindler. Aha. Sie können einen wirklich auf die Palme bringen. Zeuge, bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Beschreiben Sie dem Gericht den Tatort und die Ergebnisse Ihrer Ermittlungen vor Ort. Oh, Silver sagt, ich habe schon genug Beweise, die das widerlegen? Okay. Das Verbrechen wurde um 14.25 Uhr von einem unheimlichen alten Mann gemeldet. Die arme Maggie war vor lauter Schock ohnmächtig geworden. Muss schlimm gewesen sein. Das Opfer hatte keinerlei Papiere zur Identifizierung bei sich. Aber wir fanden bald heraus, wer es war, und die Ermittlungen gingen zügig voran. Als Maggie durchsucht wurde, fanden wir das Lotterielos und die Giftflasche. Das war alles. Am Tatort hat sonst nichts gefehlt. Sie fielen das Opfer und nahmen die Hauptverdächtige fest. Das ist die letzte Chance, dem Gericht zu beweisen, dass Sie wirklich Anwalt sind. Und rechnen Sie nicht mit einem weiteren Kreuzverhör nach diesem. Der Spaß fängt an. Wir sehen, Gudo. Ein unheimlich alter Mann, Inspektor Gumshoe? Es gibt einen alten Mann, der Stammkunde in diesem Restaurant ist, wo der Vorfall passierte. Ah, wir reden anscheinend vom selben alten Mann. Die Beamten waren sofort losgeschickt, aber der Alte regte sich trotzdem auf. Was braucht ihr so lang? Dann beschimpfte er sie und warf mit Körnern. Körner? Ha, das war nichts. Beides an mir abgeperlt wie Wasser. Selbst der großartige Do bleibt von den Angriffen des Alten nicht verschont. Der Alte war zur Tatzeit der einzige weitere Gast im Restaurant. Er ließ sich Zeit dabei, eine Telefonzelle zu finden und meldete die Tat verspätet. Erstmal weiter. Wie lange war die Angeklagte ohnmächtig? Die Polizeibeamten waren so gegen 14.20 Uhr am Tatort. Maggie lag zu diesem Zeitpunkt immer noch bewusstlos in der Küche. Es dauerte etwa noch weitere 10 Minuten, bis sie wieder bei Bewusstsein war. Ich wäre gern selbst am Tatort gewesen. Ich wette, sie hätten die Durchsuchung auch gern selbst durchgeführt. Na, Felix. Ich hätte Maggie sehr gern schlafen gesehen. So friedlich und schön. Sie sind Inspektor vom Beruf Gumshoe und nicht Ornithologe. Heben Sie sich diese Romantik für ein anderes Mal auf, Inspektor. Wir müssen nur über die Ermittlungen Bescheid wissen. Wahrscheinlich bin ich jetzt ganz rot, oder? Er hatte keine bei sich. Meinen Sie etwa, dass sie gestohlen wurden? Nein, das denke ich nicht. Das Opfer hatte nicht mal einen Führerschein oder eine Kreditkarte bei sich, Junge. Er hatte nur 58 Cent in der Brieftasche, sonst nichts. 58 Cent? Ja, kaum zu fassen, dass jemand weniger Geld hat als ich, Junge. Das hört sich ganz so an, als war das Opfer ein erbärmlicher junger Mann. Oder eine Art Gesetzloser. Warum sollte er nicht etwas Verwegenes haben? Ich denke, hier bin ich auf der richtigen Spur. Das wirklich? Sekunde mal. Hä? Habe ich wieder was Dummes gesagt? Lassen Sie mich wiederholen, was Sie gerade vor Gericht ausgesagt haben. Das Opfer hatte keine Ausweispapiere bei sich. Das haben Sie doch gesagt, oder? Ja, so ungefähr. Wie war es Ihnen dann möglich, das Opfer so schnell zu identifizieren? Das... Er ist wirklich enttäuscht mit hängenden Schultern und Hundeblick. Auf dem Tisch des Opfers lag eine Arzneitüte neben dem Lotterielos. Anscheinend hatte Herr Glenelg einen Arzt aufgesucht, bevor wir ins Trebian gingen. Wir wissen den Namen des Opfers vom Krankenblatt des behandelnden Arztes.
Für das Gericht ist das eine ausreichend sichere Quelle. Was soll ich machen? Soll ich in diesem Punkt weiter angreifen? Natürlich. Nach der Arbeit was bringt uns die Krankenversicherung denn bitte? So. Dann machen wir die Arzneitüte. Ich lese gerade was im Chat, das kommentiere ich gleich sofort, wenn wir hier fertig sind. Das sind so Fragen, die mag ich ganz besonders. So, wir fragen nach der Arzneitüte. Weil sonst wüsste ich nicht, was wir mit einer Krankenversicherung fragen. Oder sind wir jetzt neuerdings Anwalt nur für Kassenpatienten? Was für ein Medikament befand sich in der Tüte? Nun, die Tüte, die wir getrunken haben, war eigentlich leer. Wie? Ja, komplett leer. Sie war komplett leer? Arzneitüte des Opfers hinzugefügt. Ha! Sie reichen eine leere Papiertüte als Beweis ein? Reine Verzweiflung breit? Was passierte also bei den weiteren Ermittlungen, Inspektor? Aber die Angeklagte ist eine Weile bewusstlos gewesen, richtig? In diesem Fall wäre es nicht möglich, dass irgendjemand den Beweis in Maggies Tasche gesteckt hat. Hey, ja, auf den Punkt getroffen, Junge. Das passiert mir ständig. Neulich hatten wir einen Feier auf dem Revier und als ich nach Hause kam, hatte ich die Schuhe meines Chefs an den Füßen. Was feiert ihr für Partys? Wenn sie so weitermachen, werden ihnen die Schuhe noch im Hals stecken bleiben. Entschuldigung. Also, Bright, irgendjemand hat den Beweis in Maggies Tasche gesteckt. Eine sehr mutige Behauptung. Wollen Sie mit Beweisen untermauern? Nun, das täte ich gern, wenn ich's könnte. Anscheinend haben Sie keinen Beweis zur Unterstützung der Theorie, Herr Wright. Fahren Sie mit der Aussage fort, Zeuge. Das Lotterielos für eine 500.000 eine Flasche wurden berücksichtigt. Yep. Interessant. Stimmt, diese beiden Sachen wurden berücksichtigt. Aber wurde an diesem Tag nicht auch noch ein anderes Lotterielos gestohlen? Oh ja. Der Restaurantbesitzer hatte auch eins genommen. Er hatte einen ganzen Dollar damit gewonnen. Was für ein Glückspilz, nicht wahr? Und die lassen ihn damit einfach davonkommen? Es war doch nur ein Dollar, Inspektor. Ich denke, bei dem kleinen Betrag ist es allen egal. Außer Gamschuh. Wenn ich keinen Haken in dieser Aussage finde, spricht der Richter sein Urteil. Gamschuh hat uns nichts gegeben, womit wir arbeiten können. Wir können keine Widersprüche finden, wenn er uns nichts gibt. Ja, das stimmt. Dumm und Dümmer beschreibt Maggie und Gamschuh recht treffend. Wir können nur hoffen, dass sie vor lauter Dummheit etwas Eindeutiges übersehen haben. Kommen Sie schon, Gamschuh, stellen Sie einen neuen Dummheitsrekord auf. So. Das machen wir gleich in der nächsten Folge. Bis gleich.